Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play vom Bausimulator 2015. Yay! Wo bist du eigentlich gerade? Ich warte mit dem Kran auf dich. Achso, weil ich bin hier schon beim Kran. Du musst noch hier zur anderen Baustelle kommen. Womit? Mit dem Dings, was du drauf hast, da fehlt noch eine Palette Eibensetzdinge. Also okay, sonst hätte ich gesagt, dass er es hier hinlädt, aber okay, ich kann noch zur anderen Baustelle. Nee, das muss hier oben hin. Hey, ja. Zu dieser müssen aber auch noch welche. Ja, aber hier muss auch noch eine, dann sind wir hier mit fertig. Ah ja, genau, stimmt. Ja, wir waren gerade in der vorigen Folge bei dem Thema Fetische. Genau, ich glaube, wir sind bei den Elektroschocken da stehen geblieben, ne? Ja. Ich habe mich gerade mal so ein bisschen wieder gelesen, ob ich den irgendwann vergessen habe. Ich habe den wichtigsten eigentlich vergessen, den Schuhfetisch. Oder allgemein Kleidung, ne? Ja, Schuhe und Füße, eher in der Richtung. Okay. Also. Aber das ist wohl eher bei Frauen vertreten, oder? Bei Schuhen? Nö, auch Männer haben sowas. Okay. Also Lederschuhe. Männer. Nee. Ganz normal Schuhe oder auch Füße, was ist denn alles? Wenn man dann egal ist es nicht, aber den geht eben bei Füßen ein ab. Oi. Aber Füße. Schuhe. Was sind davon jetzt Eibensetzdinge? Na, die Bäume da. Alles die gleichen. Und kannst du da festmachen. Gut. Sag mal, ob das reicht oder ob der noch was haben will. Dieser Auftrag, das ist nur dieser jetzt, das ist der letzte. Okay. Zumindest vom Transporting her. Kannst du denn mal den kleinen Pritschenwagen zurücksetzen? Kann ich gleich machen, wenn ich bei einer anderen Baustelle bin. Weil da kannst du dann gleich schon weiter entladen, dass der Kram hier runter ist. Oh, ich sollte mal anhalten, oder? Hm? Ah, wobei der Auftrag ist ja noch nicht fertig, ich muss den kleinen Pritschenwagen noch zurücksetzen. Sonst fahre ich hier wieder irgendwo gegen. Nein, nur den Pritschenwagen. Jo. Ja, das Feld der Fetische ist sehr vielfältig. Ja, und ich finde, das ist ein interessantes Thema, aber dafür, davon wusste ich noch gar nicht so viel. Ja, also ich habe das jetzt auch nicht, wenn ich der ganze Nase und geguckt habe, was gibt es für Fetische. Ja, aber trotzdem. Ich finde es interessant. Ich habe das eher durch mal, durch Überblicken, mal gesehen, mal ja. So ein Thema auf GMX oder T-Online gab es mal öfter. Okay. Was für Fetische gibt es? Was sind die verbreitetsten? Und es... Ah! Kling! Fürs Betongießen haben wir 110.000 Euro bekommen. Alter, bitte. Und insgesamt 498.600 Euro bekommen. Kling! Yay. Und 18.664 XP, wow. Pumpe. Ja, dann mal Pumpe. Pumpet. Genau. Kannst du in der Zeit entladen? Na, ich weiß nicht, ob ich das hier alles abstellen will. Dann kannst du ja mit zu den Rohren packen, weil den habe ich dann schon mal für den nächsten wieder frei. Und dann hast du was zu tun. Nichts. Naja, ich nehme vielleicht gleich was an, muss ich mal gucken, was da, was es da so gibt. So, aber erstmal werden hier die Wände mit Beton vollgepumpt. Ja, hast du vielleicht irgendwelche Fragen, die jetzt zu dem Fetisch hast? Beispiel Fragen zum speziellen Fetisch oder was du denkst, was es noch für Fetische geben kann? Na, du hast noch offscreen so ein paar andere Fetische gesagt, die wir noch nicht im Let's Play gesagt haben. Welche zum Beispiel? Mal ganz kurz zur Erinnerung. Muss ich gerade mal überlegen. Das mit den Klamotten hatten wir. Sag mal, wieso weiß ich nicht? Sag mal, wieso weiß ich, hä? Hey, ja, hier ist gerade eben kein Beton nachgekommen. Wow. Was mit ne? Wieso weiß ich das gerade nicht? Füße und sowas. Hatten wir doch gerade eben. Ja, Füße, da kann man eigentlich nicht so viel sagen. Ich weiß auch nicht.
Die gehen, bei denen geht einfach ein ab, wenn sie Füße fühlen. Käsemauken. Ach ja, genau Ja. das mit diesen, wenn Körperteile fehlen und sowas. Ah ja, den Behinderten, also Behindertenfetisch kann man das, glaube ich, nennen. Ist ja. Den geht nur ein ab, wenn ein Körperteil fehlt. Oder mehrere, das ist dann die Luxusklasse für die. Zum Beispiel ein Auge ist raus, Glasauge drin, ein Bein fehlt. Geil. Okay. Nein, Spaß, ey. Wie gesagt, ein Bein fehlt oder was auch immer, was für ein, auch Rollstuhl ist auch sehr begehrt. Egal, Okay. was sie haben. Ja, das ist eben auch, na wohl, der ist nicht weit verbreitet. Einer, glaube ich, mit der seltensten. Das mit den Rollstuhl, den Knubster oder Behinderten? Fetisch. Mit den fehlenden Körperteilen fetisch. Okay. Das glaube ich, weiß ich, ob ich das richtig gelesen habe, sehr, sehr nicht, also nicht sehr verbreitet. Okay. Hat so die Verbreitungsrate von Schockfetisch. Den gibt es auch nicht viel. Okay. Also laut Statistik, das ist natürlich alles Schwarze. Da gibt es auch, glaube ich, immer noch dunkle Zahlen. Ja. Weil viele Ach darüber. so, haben wir das eigentlich im Let's Play erzählt mit den verkohlten Würstchen? Oder war das offscreen? Ich weiß es nicht. Ich erzähle das auf jeden Fall einfach nochmal. Ich weiß nicht, ob ich es onscreen schon gesagt habe, aber auf jeden Fall gab es in den Nachrichten mal, daher kenne ich auch nur den Schockfetisch. Da hat sich einer sein Würstchen mit einem Elektroschocker verbrannt, weil der Was? Knopf klemmte. Ja, und dann hat er mit der Hand wohl so gezittert, also er hat, es war nicht so ein Polizei-Elektroschocker, ein bisschen weniger. Ja, Volt hatte der, glaube ich, so heißt das, weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall klemmte der Knopf und dann hat er irgendwann den Elektroschocker losgelassen, aber er ist dann genau da noch gelandet, wo er immer noch im Bereich von, ja, von den Strom, Elektroschocker war. genau, von den Elektroschocker war. Und naja, hätte Und sein WG-Nachbar das nicht, den Geruch nicht mitbekommen von den verkohlten Würstchen, würde er wohl immer noch da rumliegen und wäre wohl tot. also eigentlich ist es schon allein schon sehr gefährlich, so viel Strom auf einmal abzubekommen. Na, das, der hat das auch runtergeregelt, also so, dass es noch Schon verträgt. fertig? Ja. Oder kam da wieder die Option? Ja, die Option kam da. Weil wenn die gießen, nö, habe ich nicht so viel Lust drauf. So zu viel genau steuern, ne? Ja. Ja, weiter. Ja, auf jeden Fall hat er sich dann sein Würstchen da verkohlt und das war in den Nachrichten. Und daher kenne ich halt den Fetisch. Also eigentlich auch eher nur zufällig mitbekommen. Den Domina-Fetisch haben wir, glaube ich, noch nicht besprochen, oder? Ja, kannst du mal eben drüber reden. Domina-Fetisch ist mit einer der ältesten Fetische, laut Presse nennen kann. Kannst du den Betonmischer kurz wegfahren? Ich wollte jetzt anfangen zu beladen. Ah, okay, dann mache ich das kurz. X war Also. Beton, die Trommel da ausschalten, ne? Da geht es darum, den Sexpartner Schmerzen, also nicht so harte Schmerzen wie Würste verkohlen zuzufügen, sondern eher so eine Art, Auspeitschen. ja, ich bin dein Herr, also so wie Herrchen und Der andere ist Hund, ein Hund oder Untergebener. sowas. Hä? Der andere ist ein Hund oder sowas. Na, Hund nicht, aber es ist eben ein niederer, Gibt es aber niederer. auch das, so eine Art Haustier-Fetisch, dass man denn gerne so ein Haustier ist? Den kenne ich jetzt nicht. Windelfetisch hatten wir auch noch nicht. Das stimmt. Hä, Also es ziehen war sie sich diese denn Art Windeln an? Babyfetisch. Ach, okay. Da ziehen sie sich gerne Windeln an, tun als wären sie ein Baby und so weiter, wenn dann eben von dem. Benutzte? Was? Benutzte? Unbenutzte? Weiß ich, glaube, unbenutzte. Ich habe Stell da dir auch mal vor, keine großen benutzt. Erfahrungen drin. War vollgeschissene Windeln. Nee, ich glaube, da würden sie nach einer Zeit wohl sterben.
Alter, es gibt die Welt der Feen schon sehr vielreich. Klingt sehr vielseitig. Das ist fast unglaublich, was es da überhaupt alles gibt. Also, da gibt es so viele, das kannst du gar nicht alles in Worte fassen. Ja, was ja, das ist, wie soll man sagen, das ist sehr, es entsteht so, dass wenn Leute merken, dass sie eben nur auf bestimmte Sachen abfahren und dann eben das krank, na krankhaft nicht wird, aber dass sie eben nur da den richtigen Orgasmus bekommen. Oder den richtig dahin abgeht, wie soll man das sagen. Das ist sehr, also gibt es auch Wissenschaftler, die den Scheiß erforschen. Oh Gott, echt nichts Besseres zu tun. Ja, forschen denn eben, wie hat sich das entwickelt, warum, welche Gründe vielleicht. Wollen wir sonst gleich mal. Ich guck mal eben mal bei Sonderaufträgen den Bolzplatz annehmen. Dann kannst du annehmen, solange ich hier bin. Naja, ist ja nur transportieren und kurz mit dem Kran was hinsetzen. Zwei Tore. Ja, wie gesagt, hast du irgendwelche Fragen, die du zu beantworten haben willst? Nö, offscreen haben wir darüber ja schon ordentlich gelabert. So, ich entlade mal hier eben die Sachen. Na komm, ausfahren, nicht einfahren. So. Aber ich ob du jetzt irgendwelche Fragen hast zu den ganzen Fetischen vielleicht. Nö, eigentlich nicht. Aber ich finde, das ist ein interessantes Thema. Ui. Ja, nee, weil ich davon halt noch nichts wirklich wusste. Außer halt das eine aus den Nachrichten mit diesem Elektroschocker, aber ansonsten. Gibt auch den Fesselfetisch, das ist auch so eine Untergruppe von Dominas, dass sie die Leute eben gern fesseln. Ah. Okay. Also eben fesseln und dann, also, naja, wie soll man sagen, sie dann leise durchnehmen, dass sie gar nicht wissen, was wie ihnen geschieht, oder dass sie eben auch die erst auspeitschen, dann nach einer Zeit das Fesseln. Okay, da weiß ich jetzt auch wieder was Neues. Also, Was weißt du da? das ist jetzt auch mal wieder was Neues für mich. Dass es einen Fesselfetisch gibt? Also, dass das ein Fetisch ist. Ja, also eigentlich kannst du vieles als Fetisch ansehen. Okay. Beispiel, es gibt Leute, die kriegen dann One ab, wenn sie irgendwie bestimmte Sachen anfassen. Heurasen. Weil du gerade Heurasen entdeckst. Deswegen. Super Gedanke, Sherlock, aber sowas von gar nicht. Also sechs sitzen bleiben. Okay. Ich sitze ja Yay. sowieso die ganze Zeit, von daher. Aber noch nicht genug. Nicht genug? Nee. Ach, geil. Du musst ja auf den Kran sitzen. Ah. Wie gesagt, also du kannst sehr vieles als Fetisch bezeichnen, wenn's auch mehrmals auftritt, also wie Nicht das, gesagt. was nur einer macht oder zwei. Ja, weil dann ganz schnell bei denen als Fetisch bezeichnen, aber bei den anderen, wenn sie es auch haben, dann natürlich auch, aber es ist dann kein großer Fetisch, der jetzt groß bekannt ist. Okay. Und Kannibalismus ist ja auch ein Fetisch. Oh Gott. Den finde ich irgendwie noch am schlimmsten. Ich verstehe den Fetisch nicht. Naja. Wie kann man Menschen essen? Und das Problem ist ja meistens, dass diese dann es auch wollen, die gefressen werden. Also außer es ist Also sind die natürlich. noch lebendig oder was? Gibt's verschiedene. Boah, also betäuben sie sich denn den Finger da vom anderen und... Ich weiß es nicht. Da Boah. bin ich raus im genaueren Beschreiben. Ich Aua. weiß nur, dass es den Fetisch gibt und was der so ungefähr macht. Tut doch wie scheiße weh. Stell dir vor, wenn mir einer am Arm beißt oder so, tut das ja schon weh, aber dann auch noch
abbeißen, auch. Ey. Naja, wie gesagt, die leben auch nicht gerade gesund. Nee. Ziemlich ungesund. Game has crashed. Komisch. Wie viele Minuten haben wir denn? Wir sind gerade rum. Ich hätte gesagt, wir machen für heute ganz kurz nochmal eine Pause. Aufnehmen. Okay. Also, live ist heute. Ja, genau, könnten wir gleich machen. Ich fahre nur noch eben zum Baustoffhändler. Weil das regt mich gerade ein bisschen auf. Jep, oder warte, wo muss ich überhaupt hin? So, Stahlwerk. Jep. Stahlwerk ist da. Stahlwerk, Stahlwerk. Weil erstmal muss ich ja mit dem Vorarbeiter reden. Und der so? Stand da nicht an der Basis? Sepp dich drauf einmal hin. Also ohne LKW. Ja, ich war hier gerade bei der Basis. Ich meine da. Nö. Sonst Escape drücken und dann mal auf der Karte gucken, das ist so ein Redezeichen. Ja, gucke ich gerade. Also entweder Kontaktperson. Bei der über der. Also ja, über der Basis. Dann ist er da. Bestimmt am Bürogebäude. Jep, ich renn mal eben hin. Das will ich noch eben gemacht haben, dass ich schon mal da bei den Toren bin. Jetzt vergesse ich das noch wieder. Ich meine, wer weiß, wann wir wieder aufnehmen, ne? Also, ich hoffe bald. Ich werde vielleicht nachher wieder, vielleicht nächste Woche. Ja, ich muss aber meinen Bausimulator davon mal neu installieren. Jep. Weil das hier, das lese ich jetzt nicht. Vorher könnt ihr dann auf Pause drücken und euch das hier eben durchlesen, wenn ihr möchtet. Hast du ein Foto vorne, kann ich es mir durchlesen? Nee. Doch mal ein Foto, ich will es mir durchlesen. Das ist aber schon zu spät. Dann mach ein Foto von der Aufnahme, so. Was ein Pech. Naja. Wie ist das euch jetzt direkt zur Baustelle? Ich muss erstmal zum Stahlwerk. Frag mich nicht. Na okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Folge wieder und naja, da werden wir weiterhin die Aufträge bearbeiten. Bis dann. Ciao. Ciao.